Es geht wieder los mit Bowser's Fury und das im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir sind schon wieder hier in Bowser's Fury. Das war, ob ihr es glaubt oder nicht, nicht geplant. Aber das... ja gut. Das passt mir relativ gut. Ja, nehmen wir hier mal die Katzenglocke. Weil wir eben noch so eine Katzeninsigne brauchen, bei dem wir mit Bowsers Hilfe... Ah, dann latsche ich da rein, ich Idiot. Mit Bowsers Hilfe so Blöcke entfernen müssen. Nur ich weiß jetzt nicht ganz, wo das war. Ja, komm schon, ey. Moment mal, hier ist eine goldene Röhre. Das ist nice. Okay. Anscheinend kriegt man immer Items dafür, wenn man 100 Münzen einsammelt. Das ist gut zu wissen. Weil ich habe mich letztens gefragt, was genau passiert bei 100 Münzen. Weil... Oh, Bowser ist weg. Ja, gut. Weil Leben scheinen wir ja nicht zu haben. Okay, jetzt muss ich aber mal schauen. Wo ist das denn genau? Wo müssen wir die Blöcke wegmachen? Hier? Oder wie? Ja gut, das war anscheinend hier. Nur wo genau? Oder haben wir es schon gemacht? Ich weiß es nicht. Moment mal. Okay. An den Klippen. Das Spiel ist aus. Katzen-Kamex. Katzen-Kamex. Gibt's hier auch. Okay. Das wird, denke ich mal, ganz interessant mit denen. Nur... Wo sind die? Sind die da oben? Dann wäre es nämlich noch so ein Ding, was geändert wurde, nachdem man erkundet hat. Weil eigentlich waren ja vorher die Bullies. Und wenn hier... Ah ja. Okay. Kann man... Ah ja, den konnte man benutzen. Aber einen Seitwärtssprung anscheinend nicht. Na gut. Dann leider keinen Seitwärtssprung. Auch wenn ich immer ein sehr starker Freund davon war. Bin ich wahrscheinlich auch der Einzige. Aber nee, ich fand den immer leicht auszuführen und... Man ist halt mit dem höher gekommen. Also finde ich schade, dass es den hier nicht gibt. Alles klar. Und dann scheint die letzte Katzeninsigne tatsächlich mit den Münzen zusammen... Quatsch, mit den Blöcken zusammenzuhängen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Also... Bei den abgeschlossenen... Aufgaben haben wir zumindest noch keine Blöcke aufmachen müssen. Na gut, dann machen wir es halt im nächsten Part und wir schauen mal, was es da drüben gibt. Hier beim Fragezeichen und ich weiß jetzt nicht, müssen wir Plessy dafür verwenden oder gibt es ja auch... Ah, nee, die Steine sind anscheinend nur so ein paar Hindernisse. Aber okay. Dann sehen wir zumindest mal eine vernünftige Passage mit Plessy. Den haben wir ja nur einmal ganz kurz benutzt. Oh, man muss springen. Springen wäre vom Vorteil. Ja gut. Aber das ist nice, dass der nicht nur... Oder sie? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Nicht nur als Schnellreisemethode dient,
sondern halt auch eben so kleine Passagen damit gibt. Und es wäre natürlich noch am allergeilsten, wenn es dann auch Passagen geben würde, wo man Katzeninsignien bekommt. Also fest eingebaute Passagen mit Plessy, wo man dann als Belohnung Katzeninsignien bekommt. Ist das da hinten vielleicht der Fall? Ich möchte natürlich erstmal hier erkunden, also schauen wir uns später an. Schauen wir uns lieber später an, weil ich möchte ja jetzt noch nichts vorweggreifen und... Macht das da Spaß zu planschen? Ich meine, die Landschaft hier sieht jetzt eher winterlich aus und nicht wirklich einladend, um zu baden. Bleibt das da drüben unaufgedeckt? Ich gehe mal davon aus, ne? Weil dann müsste man hier... Ja, dann hätte man hier tatsächlich eine Challenge. Ja, wirf weg! Okay. Na gut. Ah, toll. Nur einen Pilz bekommen, aber... Ich hab... Selbst die Bob-Bombs haben Katzen an. Ich habe mich jetzt auch nicht wirklich darauf konzentriert, da ein vernünftiges Item draus zu kriegen. Hätte ich mal besser darauf achten sollen. Und was war da? Wurde mir gerade irgendwas angezeigt? Ah, ja. Okay. Dann zeig mal, was da ist, Bowser Jr. Ah, unser erstes Tanuki-Blatt? Oder haben wir gerade zwei bekommen? Hä, den Seitwärtssprung gibt es? Ja, gut. Aber okay, mit dem Wirbler kommen wir höher. Also werden wir den wahrscheinlich öfter benutzen als den Seitwärtssprung. Ich denke, da wird nichts sein. Wobei, bevor dahinter was ist. Nee. Ich wollte mal lieber schauen, bevor dahinter was ist und ich mich dann ärgere. Bevor wir raufgehen, werden wir aber noch den Knopf aktivieren. Okay. Bleibt das hier so? Oder gibt es hier für ein Zeitlimit? Ach, scheiße. Ich Idiot. Na gut. Aber es gibt dafür wenigstens eine Katzeninsignie. Ja gut, war jetzt zwar zu erwarten, aber... Trotzdem finde ich das gut. Alles andere wäre nämlich eine Enttäuschung gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal zurückgehen soll. Ich glaube, ich lasse das lieber. Und zeige jetzt einfach den neuen Bereich. In der Fury. Schlitterschanze, lass den Leuchtturm strahlen. Okay. Ah, okay, wir haben den gerade verloren wegen der Lavapfütze. Interessant. Ah, okay, aber wir können hochfahren. Und da gibt es tatsächlich auch einen neuen Schlittschuh. Wie ich es gerade verkacke. Ey, ja, komm. Jetzt wird es aber so langsam ein bisschen lächerlich. So, jetzt aber. Ja, komm. Interessiert niemanden, ob du da bist oder nicht. Hau einfach ab. Okay, okay. Hm.
Nein, ey, Bowser Jr. Hätte der mich jetzt runtergestoßen, ne? Okay, okay, wir haben es aber fast. Und da haben wir es. Nice. 5 Katzeninsignienstücke. Sind wir im neuen Bereich? Oder ist das kein richtiger Bereich da hinten? Du hast 20 Katzeninsignien gesammelt. Es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Wenn das Monster erwacht, so erwache auch ich. Ja, okay. Oh, und da oben ist eine einsame Insel. Okay. Okay. Na gut. Jetzt weiß ich nicht wirklich, was ich machen soll. Soll ich... Ah, nee, Moment. Ich schaue einfach auf die Karte. Schmusekatzensee. Alles klar. Okay. Okay. Ach so, dann ist das immer so eine einzelne Aufgabe. Zerstöre die Wutblöcke. Ja, okay. Damit ist es bestätigt. Wir müssen die Fury-Blöcke zerstören. So wahrscheinlich auch hier. Die Koopa haben auch Katzenhorn, ne? Ja. Hey, ist das dämlich. Ja, Bowser Jr. jetzt nervt halt nicht. Ah, Moment. Da drüben ist... wird mir mal ein Wunsch erfüllt? Ja, ne? Aber das habe ich schon von Weitem gesehen. Dieses Ding hier. Und da drüben ist eine Katzeninsignie. Ja, wunderbar. Schön. Finde ich gut. Oh, und wir haben gar nicht mal so viel Zeit. Aber ich glaube nicht, dass das Zeitlimit hier besonders krass ist. Also ich denke, dass man das schon gut machen kann in der Zeit. Ist zwar knapp, aber wie gesagt, man kann es machen. Und wir sind anscheinend wieder am Anfang. Alles klar. Dann mit etwas Glück kriegen wir jetzt nochmal eine Fury und können hier direkt die Blöcke zerstören. Nee? Hast keinen Bock? Ja, okay. Dann gehen wir weiter. Und schauen, was es da drüben so gibt. Oder? Moment. Ja gut, das wird einem noch nicht gesagt, aber es werden wahrscheinlich wieder die Blöcke sein. Ja, wahrscheinlich, ne? Oh, Moment. Da oben habe ich aber eine Wolke gesehen. Kann man da in so eine Bonus-Area nochmal? Die scheint es dann wahrscheinlich vermehrt zu geben. Ah ja, das ist so eine... Ja, das ist so eine Wolkenröhre. Schön, diese ganzen Elemente aus Super Mario 3D World. Die es hier gibt. Finde ich nice. Kann es sein, dass wir jeden Käfer besiegen müssen? Noch, Mann. Ja, okay, komm. Machen wir halt nochmal. Kein Ding. Oh. Und die Fury.
Dann machen wir erst das Ding hier fertig. Ich hoffe einfach mal, dass die Fury so lange anhält. Ja, alles klar. War zwar am Ende etwas... etwas unsauber, aber... naja... Insignia ist Insignia, ne? Okay, und die Fury beginnt tatsächlich, obwohl wir den Bereich haben, Bereich abgeschlossen haben. Finde ich nice. Okay, können wir das hier nochmal machen? Können wir hier nämlich so ein bisschen, ja, durchboosten. Ja, komm, kennen wir. Und wir können es tatsächlich überspringen. Finde ich gut. Good job, Nintendo. Danke. Fände ich nämlich etwas uncool, wenn man die Cutscenes nicht überspringen könnte. Ja, ja, ja. Ist ja schon gut. Machen wir schon. Ups. Und das Ding ist hier links. Hier links war's. Komm, Bowser, hau rein. Ich hoffe, er ändert jetzt seine Position, oder... nee, durch die Dinger wird das nicht zerstört, ne? Nee. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gedacht. Und das war hinterher nicht der Fall. Okay, er hat seine Position geändert. Dann macht Dingen mal kaputt hier. Ja, nice. Damit haben wir den Bereich zu 100% abgeschlossen. Außer es kommt noch was. Per Überraschung oder DLC. Keine Ahnung. Oh, stimmt. Und er wird dadurch vertrieben. Na gut. Machen wir das mit der Katzenglocke halt beim nächsten Mal. Und ich denke, der Part hat eine gute Länge. Ist ein guter Abschluss, dass wir die Insel zu 100% jetzt haben. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und Mario, was machst du? Und bis zum nächsten Mal. Ciao.